Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Nio. Letztes Mal haben wir hier in der Brücke so einen kleinen, krasseren Gegner bekämpft und der verprügelt mich immer. ich werde das jetzt heute noch zwei, dreimal probieren, weil meine Elixiere zu Neige gehen. Er macht halt immer so Doppelkombos und er hat verdammt viel Leben, das ist das Problem. Ich mag ihn kein bisschen. Ich habe meine Items verbraucht, womit ich ihn schießen kann. Ah, gibt vielleicht einen Trick, weil ich finde ihn so schwieriger als jeder Endboss, den wir bisher gehabt haben. Hier diese Doppelkombos, ne? Einer kann ich ausweichen, aber die zweite kriegt mich halt. Ja, manchmal macht er auch drei, wie eben gerade. Und ich kriege selber nur zwei Hits raus, weil er ziemlich viel blockt. Und er kann sich buffen auch noch. Und hier Regener-Zauber, ne? Ich habe keine Lust auf ihn, Leute, ganz ehrlich. Ich bin hier gerade frisch in der Region erst angekommen. Ich werde erst was anderes machen. Ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Sind zwar mein Amerita weg, aber ist mir herzlich egal. Oder ich sammle wieder dieses Item, womit man ihn schießen kann. Oder ihr schreibt mir in die Kommentare, ob es irgendeinen Trick für ihn gibt. Das glaube ich nämlich, weil ich glaube nicht, dass das so sein kann. Und es steht auch nur Mission Stufe 3 da, also ich empfinde den als härter als alles, was ich bisher gefunden habe. Aber gut, dann machen wir mit der Hauptmission erst weiter. Es gibt Gerüchte über seltsame Wesen, die Reisende am Berg Shigi angreifen. Wenn das wirklich Yukai sind, würde die Anwesenheit von Meister Arjin stark weiterhelfen. Fürs Tori, ich werde persönlich festlegen, ob Meister Arjin unseres Vertrauens würdig ist oder nicht. Was meinst du, Meister Arjin? Wirst du helfen? Ja, wie viel kann ich da finden? 9 Kodamas, okay. Werde ich wieso nicht alle auf Anhieb finden? Ja, das mit dem Spacko auf der Brücke, das ist ein bisschen ärgerlich in der letzten Folge gewesen. Ich hatte diese ganzen Items, um ihn zu schießen. Und dann ist es in die Hose gegangen. Noch. Ich mache auch fast keinen Blitzschaden gegen den. Es könnte natürlich sein, dass der gegen Blitz immun ist oder so. Das heißt, meine Waffe ist gar nicht gut. Vielleicht hätte ich die Waffe ändern sollen. Aber wir machen erstmal jetzt was anderes. Das bringt ja auch nichts, wenn ich, was weiß ich, wie viele Folgen an irgendwas endlos hänge. Wenn ich jetzt die anderen Hauptgebiete mache, kann ich ja auch ein bisschen stärker werden. Dann klappt das vielleicht besser. Habe ich was, irgendwas gesagt? Ist heute wieder so eine Folge? Der lebt. Wir sind jetzt in einer neuen Region, das heißt, meine Kodamas sind alle wieder auf Null gesetzt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht so viele Elixiere bekommen.
Das heißt, ich bin damit mal ein bisschen geiziger. Mal gut wäre es, wenn ich diese Items wieder bekommen würde, womit ich den Typen auf der Brücke gecheased habe. Hä, was ist das? Spinnen! Und die sind... Okay, ich glaube, dafür muss ich niedrige Haltung haben, ne? Ja. Okay, kommen die öfter hier in den Gebiet? Ein Großspeer. Ich wechsle mal trotzdem zurück. Aber wenn das hier... Ich sehe schon die ganzen Spinnennetze. Bitte kein Spinnenboss. Man kann da hochgehen. Kann das kaputt machen? Nein, ne? Kann ich diese Spinnenscheiße kaputt machen? Auch nicht. Ja, okay. Es kommen... Oh, die ist ein bisschen größer. Kann das sein? Kann ich die mit mittlerer Haltung kaputt machen? Ja. Und vielleicht finde ich ja auch bessere Ausrüstung. Auch noch. Bevor ich diese eine Mission, wo ich so kräftig faile, dann wieder angehe. Das wäre auch nützlich. So. Was ist das denn? Mhm. Da haben wir ein weites Spindchen. Da ist ja eine Leiter, also gehe ich erstmal runter. Was ist da an der Tür passiert? Ach, die lebt noch. What the fuck, wie groß ist die? Ist das Mama-Spinne? Wo ist Mama Spinne? Da. Irgendwas schießt auf mich. Okay. Könnte problematisch werden. Oh Mann, Mann, Mann. Spinnchen, Spinnchen, Spinnchen. Ah ne, hier kam ja eine etwas größere Spinne. Okay, das macht mich, glaube ich, langsamer. Das ist mir eben gegen der großen Spinne passiert. Ich glaube, gegen Spinnen ist vielleicht eine Feuerbewaffnung ganz gut. Ja, jetzt werde ich wieder langsamer.
Weil ich gegen diesen komischen Spinnenweben-Ding gelaufen bin. Ich gehe mal erstmal hier runter. Okay, ich lasse mal die große Spinne erstmal in Ruhe. Die kann man ja vielleicht... Wer war das? Da unten ist ein Kodamas, habe ich gesehen. Aber erstmal. Du hast auf mich geschossen, ne? Erstmal werde ich hier jetzt alles erledigen, bevor ich die Spinne auslöse. Oh, eine kleine. Scheiße. So, was war hier noch drin? Ein Item. Okay, kleines Spinnchen. Soll ich es wagen? Ohne dass ich die... Ja, da rechts ist halt noch eine andere Spinne. Ich möchte halt die Riesenspinne nicht triggern. Kann ich die Spinne triggern, ohne dass die große davon Wind bekommt? So! Jetzt haben wir hier, glaube ich, gut aufgeräumt. Eben waren hier noch zwei kleine Spinnchen. Die sind bestimmt hier irgendwo drin, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Mama Spinnchen wird zwar nicht sehr erfreut sein, was ich hier treibe, aber... Okay, da kommt sie. Okay, das macht Schaden. Ich habe mich geheilt, verdammt, so scheiße! Ich hoffe, wenn ich die einmal erledige, ist die weg. Weil die geht mir dezent auf die Nerven. Und habe ich Feuertalismane noch? Also Spinnen sind Insekten. Insekten mögen kein Feuer. Hallo, Controller. Mein Controller entwickelt ein eigenes Leben. Wartet, kleinen Moment. So, jetzt ist es wieder in Ordnung, ne? Mann, was soll das? Das regt mich auf. So, danke. Blitzamulett, Wasser, Wind, Feueramulett. Habe ich noch Feueramulett? Das ist die entscheidende Frage. Habe ich nicht. Das ist bedauerlich.
Die große Spindel ist auch leider sehr agil. Was es nicht ganz so einfach macht, mich in Ruhe gegen die zu heilen. Oh, Moment. Ich könnte ja auch ein feiger Bastard sein. Oh, fuck off, ey. Es geht vielleicht, wenn sie nicht nach oben kann. Und ich werde irgendwann keine Elixiere mehr haben. Was auch sehr, sehr bitter sein wird. Ich finde es nach wie vor ein bisschen bescheiden, dass man diese nicht im Waffenshop kaufen kann. So, ich mache jetzt was ganz Feiges. Wo ist sie? Ja, genau. Die ist ziemlich agil. Die sucht mich, aber die hat keine Ahnung, wo ich bin. Ist mir scheißegal, ob das cheap ist. Ja, ich habe zu viel Distanz auch. Es reicht nicht von der Zeit. Sind die Pfeile besser? Oh ja. Ist so clever, jetzt bleibst du da unten, wo ich sie nicht erwischen kann. Hälfte habe ich jetzt schon. Ich werde mich nicht nach unten wagen. Ja genau, bleib hier da unten. Nein, nicht da unten, Mann! Komm da runter! Komm zu, jetzt wurde auf deine Ecke da raus! Okay, wenn du nicht willst, machen wir das so! Das wollte ich jetzt gar nicht. Okay, sie ist erledigt. Ich hoffe, sie bleibt tot. Ein Bruchstück von Hiroguruma. Was ist, soll das sein? Ich nehme an, die große Spinne soll einfach ein Art Yokai sein. Und die wird nicht wieder auftauchen. Besser wäre es auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt ein bisschen feige erledigt. Es wäre, glaube ich, auch unten gegangen, aber sie ist mir mit der Zeit auf den Nerven gegangen. Nächste Spinne. Spinnchen? Wo ist Spinnchen? Da oben ist Spinnchen. Na, die Kleine lassen wir mal in Ruhe.
Für die will ich die untere Haltung haben. Sonst treffe ich die nicht so gut. Kann man nicht durch die Tür durch? Doch. Oder kann man die öffnen? Ja. Das ist ein Schrein. Den möchte ich jetzt mal nicht aktivieren. Ich weiß ja, wo er ist, wenn ich sterben sollte. Ich will erstmal hier lang. Wir haben ja auch 9 Kodamas, die wir fangen wollen, ne? Oder zum Schrein zurückbitten wollen. Oder ist das hier nur dazu da, das Item mir zu holen? Sieht fast so aus. Ich habe da hinten ja auch Feinde gesehen. Ich frage mich, wie ich da hinkomme. War ich überhaupt auf den Turm da oben schon drauf? Einmal kurz, und dann wurde ich abgeschossen, ne? Also da kommt man ja irgendwie hin. Das Item und sowas noch, das beweist schon mal, dass ich da nicht war. Weil dieser erste Bereich kommt mir sehr, sehr kurz vor, auch wenn da hier so eine krasse Spinne war. Da ist der Schrein. Und von da bin ich gekommen. So. Und hier konnte ich dann nicht weiter. War das so? Es ist ziemlich dunkel halt hier. Ja, ja, hier ist eine Barriere, wo ich nicht durchkomme. Da muss man dann da irgendwie anders hinkommen. Okay. Dann ist der Schrein sehr, sehr nett gesetzt. Wegen der fetten Spinne wahrscheinlich. Nutzen wir mal. Was für ein Kodama habe ich denn zurückgeschickt? Orakelsegen. Erhöht die Amaritermenge um 5%. Ja, machen wir mal. Da ich noch keine anderen habe. Elixier habe ich nur noch 25, was ein bisschen sad ist. Und ein Level-Up habe ich leider auch nicht. Es sei denn, wie viele Geistersteine habe ich? 500? 2,5 habe ich. Das wird nicht reichen. Dann komme ich nur auf 30.000. Muss ich mir mal nach der Folge meine Ausrüstung so angucken, was man verkaufen kann. Darauf muss ich hier überall gefasst sein. Immer wenn ich sowas zerschlage, kann eine kleine Spinne drin sein. Aber okay. Du sollst nicht diese Scheiße benutzen, du sollst das Item graben. So, da warten schon die nächsten Spinnchen auf mich. Das sind alles kleine, ne? Sind die in der Masse gefährlich? Ich mache die ganze Zeit mit mittlerer Haltung. Und ich frage mich schon, warum ich die nicht treffe. Okay. Ich heile mich einmal kurz. Das sehe ich gar nicht ein. Oh, hoppala. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich habe mein Handy vergessen, auf lautlos zu stellen. Aber ich denke, man hat es volle Pulle gehört. Ja, okay. Mit unterer Haltung, easy. Sind die hier alle so klein, die Spinnchen? Ne, das ist wieder eine größere.
Aber da ich jetzt schon hier so viele Spinnen gesehen habe, denke ich, ist es ein reines Spinnengebiet. Und wir haben zwar jetzt einen größeren Yokai schon als Spinne besiegt, aber ich denke, der... What the fuck? Der Endboss wird auch eine Spinne sein. Wirft er hier die ganze Zeit Felsen oder war das jetzt einer nur? Nee, er wirft nur einen, das ist gut. Der Bogenschütze nervt mich etwas. Komm ich an dir vor... Der Bogenschütze hat doch nur einen Treffer, ne? So. Oh. Ja, und tschüss. Oh je, oh je, oh je. Das kann hier was werden. Ich habe da links jetzt ein Item gesehen. Komme ich da irgendwie von hier aus hin? Ich habe gar nicht gemerkt, dass er den Felsen nach mir geworfen hat. Ne, es ist da hinten irgendwie. Nee. So. Ich schieß mal mit der Knarre. Dann kommt er hier hin, ne? Kommt er durch die Tür durch? Ja, kommt er. Ja. Das war das Amerita. Leute, ich beende die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.